Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wir haben beim letzten Mal unter anderem auch über die Metro noch gesprochen. Die müssen wir natürlich in die anderen Städte auch noch mit integrieren. Das machen wir aber dann in Ruhe. Heute wollen wir uns erstmal dazu kümmern, erstmal hier noch per Schiff jetzt mal wieder ein bisschen was wegzubekommen. Sprich, wir werden erstmal schauen, dass wir hier ein bisschen Bitumen und so weiter rausbekommen. Dass wir das hier mal wegbekommen. Der hat hier auch noch was. Da können wir das direkt mal rüberlegen. Untergrund. Direkt hier rein. Wäre angenehm. Mit der Pumpe hier. Untergrundpumpe. Können wir auch mal direkt hier ranpacken. Können wir die mal drehen? Ja, die können wir mal drehen. Machen wir da die Straße. So, dann gehen wir mit der hier rüber. Passt. So, Pumpe 1. Pumpe 2. Jetzt müssen wir es natürlich nur ranbringen. Hier fehlen natürlich noch die Pumpen, ne? Das ist klar. Da müssen wir noch die Pumpe zwischenbringen. Damit das klappt. So. Müssen wir gucken. Genau, ich muss von der Seite da ran. So, dann ist das auch dran. Dann muss ich das leider nochmal entfernen. Es hätte gut gepasst, ganz ehrlich. Das ist oberirdisch, ne? Genau, oberirdisch. Schade. Auf der einen Seite soll da natürlich halt... ich sag mal Öl fließen. Ich baue das jetzt extra so ein bisschen... anders hin. Oh, das geht sogar. Sehr geil. Aber warum willst du da nicht rein? Ach, da muss dann oberirdisch oder was? Wäre ja mal richtig doof. Ja, es geht nicht. Okay, da muss ich... Tatsächlich. Da rein. Quer rüber. Macht nichts. Nicht so schlimm. Dann machen wir dasselbe Spielchen nämlich hier auch. Warte mal, da muss ich nochmal hoch. Das nochmal wegnehmen. Warum ist die Musik jetzt so leise? Mal ist die extrem laut, dann ist sie mal wieder leise. Das ist ganz schlimm gerade. Das ist ganz komisch. So, wie gesagt, ich mache jetzt hier keinen riesen Aufriss, dass das hundertprozentig synchron ist. Na, das passt. Ach, guck mal, hier haben wir schon mal ein Problem. Ja. So, ich hoffe, das funktioniert. Der Anschluss ist korrekt. Der ist auch korrekt. Das sollte jetzt klappen. So, gut. Lassen wir das mal so stehen. Dann haben wir das schon mal. So, Bitumen haben wir. Jetzt gucken wir mal, dass wir auch den Sprit noch wegbekommen. Den Überschuss an Sprit hier. Ist auch ordentlich was voll. Nicht so ganz voll, wie es mir wünschen würde, aber immerhin. Okay, also unterirdische Flüssiggüter. Der kommt da auch raus, aus der Fabrik direkt. Na? Ja. Zu lang. Ist echt jetzt? Ist zu lang? Ist ja unglaublich, ey. Es ist ihm zu lang, sagt er. Machen wir es auch so. So, zack. Ich hoffe, es reicht jetzt, dass ich rüberkomme. Immer noch zu lang. Ich bin wahnsinnig. Das gibt's doch nicht.
Da würde es gehen. Pass mal auf. Mach das mal anders. Förderpipeline-Monbo. Wo ist das Teil jetzt? Unterirdische Pumpstation. Sieht doch mal gar nicht so schlecht aus. So. Okay, den haben wir jetzt da hoch. Den haben wir auch. So. Das ist das. Ja, das haben wir von der Raffinerie auch und von der Raffinerie haben wir auch. So, so viel dazu. Gut, jetzt müssen wir zusehen, dass wir das Ganze von denen hier auch noch rankriegen. Das können wir aber jetzt mischen, weil da haben wir nämlich Tee. Da haben wir nämlich jetzt zweimal Ölanschluss. Rohöl. Das geht dann. So, wo bist du? Da drüben, ne? Bist du. Ja, unglücklich. So lang. Kann doch nicht wahr sein. So, warte mal. Ja, du bist auch zu lang, ist mir schon klar. Was für ein Scheiß. Ganz ehrlich, da muss ich jetzt, um da ranzukommen, mir eine Schneise graben. Für sehr teuer Geld. Unglaublich. Unglaublich. Muss ich mir echt hier eine Schneise graben. So, pass auf. Wir machen es nochmal. Probieren es mal. Das geht. So, dann bauen wir jetzt da die unterirdische Pumpstation, die auf jeden Fall deutlich besser aussieht. Hat auch sogar schon Saft. Das ist sehr gut. Der geht. Kein Problem. Okay, den hat er auch angeschlossen. Okay, das passt auch. Das ist in Ordnung. So, dann geht er wieder raus. Achso, wir müssen jetzt einmal quer rüber, ne? So, dann nehmen wir den. Zu lang, na klar. Frutzelchen ist zu lang, natürlich. Oh, das gibt's doch nicht. Die paar Millimeter, ey, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. So, dann nochmal. Ihm ist es etwas zu lang. Oh mein Gott. Zu scharfe Kurve. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Was für ein Drama, was sich hier abspielt. Ist ja unglaublich. Aber du kannst weg. Das alles nur, um an den einen hier ranzukommen. So, der ist nämlich. Der hat... Der ist das, der ist das. Das sollte passen. So, da will ich hin. Was für ein Drama. Kommen wir da irgendwie ran? Nein, nochmal zu lang. Yay, nochmal eine Pumpe setzen. Ah, Gott, ey, das ist so... Boeing ist das so. Boeing.
So, nochmal. So, okay, dann können wir den da ransetzen. Dann läuft da doppelte Pumpe rein. Pump it. Obwohl, eigentlich können wir dann noch da machen. Okay, das wird zu lang. Also wieder das Möttle. Dafür, dass es eine unterirdische Pumpstation ist, hat er aber ziemlich extra Wünsche, ganz ehrlich. Schon wieder zu lang. Ich werde wahnsinnig. Das gibt's doch nicht, ey. Was ist denn das für ein kurzes Teil, ey? Also die Pipelines von heute sind auch nicht mehr das, was immer war, ne? Ey, ich sage immer ey. Mein Gott, meine Sprache. Hoffentlich klappt das alles so, wie ich mir es vorstelle. So, jetzt gehen wir hier rüber. Alles. Ah, jetzt muss ich irgendwie da rankommen. Aber das wird wahrscheinlich so nicht gehen. Ja, zu lang. Dachte ich mir nämlich. Und da läuft die Metro. Okay, dann müssen wir mal Folgendes machen. Dann müssen wir leider hier so mal ein Eckchen hochpushen. Dass wir da nochmal eine Pumpe hinsetzen. Total doof. Aber, na gut. Dafür, dass es eine unterirdische Pumpe ist, ist es aber ziemlich oberirdisch. Na schön. Vielleicht können wir... Warte mal. Obwohl, dann haben wir wieder eine Straße an der Backe, ne? Ist auch doof. Das wollen wir ja nicht. So, mal gucken. Das würde gehen. Eine andere Infrastruktur, ich bin wahnsinnig. Gibt's doch nicht. Ach komm, Gebäude ist im Weg. Kann doch nicht wahr sein, ey. Nee, es passt nicht. So. Ach komm schon. Oh, jetzt fehlt da wieder eine Pumpe. Ich werde wahnsinnig. Das ist so unglaublich, Leute. Das ist unglaublich. Wegen so ein Millimeterchen fehlen jetzt wieder uns Dings. Ich werde wahnsinnig. Aber das ist zu groß. Die ist zu groß. Okay, pass auf. Machen wir es anders. Da gehen wir jetzt... Müssen wir. Dann gehe ich jetzt auf das. Dann gehe ich... Das geht. Und das geht auch. So, und jetzt müsste es doch theoretisch funktionieren. Keine Eingangsverbindung. Was? Moment.
Ah, jetzt okay, das funktioniert. Okay, da fließt auch schon mal was. Das hier sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber es fließt anscheinend was. Ja, hier geht auch was. Hier geht auch was. Hier fließt auch was. Dann müsste jetzt hier Öl reinkommen. Gebäude ist ohne Strom, aber das macht nichts. Das macht nichts. Strom kümmern wir uns jetzt drum. Ihr kennt ja das Spielchen. Bop, bop. Bop, bop. Netzstation. So, mal gucken, ob wir hier irgendwie nochmal Saft dran bekommen. Haben wir irgendwo noch einen Anschluss frei? Starkstrom. Ja, hätten wir. Okay, den nehmen wir sogar. Den nehmen wir, wandeln den um. Stromtransformator in... Nein, too much. Den hier. Den nehmen wir. So, passt, wackelt und hat Luft. Mal gucken, ob der Strom hat. Jetzt müsste eigentlich was gehen. Guck mal, wir kriegen auch wieder Geld rein. Ich gucke mir das gerade mal an, hier wie im Untergrund. Ja, das ist ein bisschen too much. Aber hier kommt noch nichts. Boah, das ist ohne Strom. Echt jetzt? Jetzt haben die auch keinen Strom, oh mein Gott. Welch Drama. Welches Drama. Was für ein Drama. Drama-Lama. Ah, jetzt kommt Zeugs. Sehr geil. So, also hier müsste, ja, hier kommt Bitumen. Und eigentlich sollte doch hier... Also hier ist Bitumen. Und hier ist doch eigentlich Benzin, oder nicht? Das ist Bitumen. Hier ist Treibstoff. Oh, Treibstoff kommt von da. Gebäude ist ohne Strom. Ach, natürlich. Meine Güte, das ist ja furchtbar, dass der andere keinen Saft hat. Hm. Nur wenn ich den jetzt dran knüpple, dann haben wir ein großes Problem. Das geht wohl noch. Echt, muss der. Das ist so ätzend mit diesen ganzen kleinen Häusern, dass das nicht endlich mal irgendwie gefixt wird. Irgendwas. Das kann doch nicht so wahnsinnig schwierig sein. So, komm. Warum hat denn der keinen Saft jetzt? Ist der nicht dran oder was? Ah, jetzt. Nee, ist ohne Strom. Warum denn? Irgendwo ein Knick oder so? Ah! So, jetzt müsste es doch eigentlich gehen. Kontrolle ist gut.
Treibstoff kommt. Genau, hier nur das speichern, hier nur das speichern. Und der hier hinten, der macht nur Bitumen. So, sehr gut. Straßenanbindung, Feuerwehr ist klar, darum kümmern wir uns gleich. Gar kein Thema. Ja, darum kümmern wir uns gleich. Aber jetzt müssen wir uns noch darum kümmern, wo wir denn die Werft hinbauen. Den brauchen wir auch ein bisschen Platz. Vielleicht können wir die ja hier hinten mit hinpacken. Ich guck gerade mal. Mod. Schiffsanleger. Large Dock. Anchorage. Large Dock. Okay, das Dock geht ja noch so einigermaßen. Vielleicht kriegen wir das ja auch noch hier mit ran. Kriegen wir das hier irgendwie? Nee. Auf gar keinen Fall. Trockendock groß. Wie weit ist denn das hier? Na, wenn das groß ist, ich weiß nicht. Ach, schwer dunkel. Das Gebäude muss im Wasser sein. Okay. In Ordnung, machen wir. Dann nehmen wir das mal ein bisschen weg hier. Da wollte ich sowieso noch lang gehen, also passt sich das ganz gut. So, dann machen wir das, wie gesagt, mal ein bisschen gerade und schön. Und dann passt, nehmen wir vielleicht sogar wirklich mal das offizielle Dock. Ja, ein bisschen auffüllen und dann passt das. Dann haben wir das Dock hier auch schon. Es hat natürlich noch keinen Strom, das ist klar, den holen wir uns jetzt. Nehme ich sogar auch mal das originale Umspannwerk. Why not? Ja, da kommt das nächste. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Da haben wir keinen Verteiler. Keinen Verteiler. Da hinten, wir brauchen noch dringend nochmal einen Verteiler. Sehe ich gerade hier hinten. Sonst kommen wir hier nicht klar. Transformator. Können wir sowieso hier, wollen wir sowieso noch eine Straße bauen. Machen wir so. So, dann nehmen wir aber eine unterirdische Leitung. Können wir vielleicht sogar hier mit ranpacken. Na? Ah, ist ein bisschen doof. Dann gehen wir außen lang, was soll's. So, dann machen wir so. So, dann haben wir das schon mal. Wie sieht's denn jetzt aus damit? Kommen wir da rüber? Okay, der ist ein bisschen zu weit. Also brauchen wir ein bisschen Landmasse. Damit das klappt. Vielleicht so ein bisschen. Ja, so geht das doch. Ast rein, so. Dann haben wir das damit auch schon mal erledigt. Sehr geil.
So, ihr produziert, ne? Ja, ihr produziert. Seid brav. Sehr gut. Ja. Kommt da auch schon was rein. Jawoll. Ah, Bitumen ist ein bisschen lame. Bitumen ist tatsächlich ein bisschen lame. Ja, mal gucken, ob wir da noch irgendwas machen. So, okay. Also, hier wird ordentlich abgeladen. Hier kommt was drauf. Das ist gut. Hier wird das Kabel gelegt. Oder ist schon gelegt. Passt auch. Und hier hinten haben wir dann die Geschichte mit den Schiffen. Und da brauchen wir auf jeden Fall ein Tankschiff. Ein Frachtschiff. Der kann Öl, Bitumen und Treibstoff. 16,3. 15 Knoten. Öltank. Clyde, Collider, Aggregat, Nobot. Okay, der kann, warte mal ganz kurz. 16.300. Was kann die Seite auf anderen Dings? Frachtschiffe? 14. Leider müssen wir für teuer Geld kaufen. Die hier. Ideal X-Style. Können wir uns nicht kaufen, müssen wir sparen, aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich so lange, wie gesagt, fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.